Willkommen zurück und danke fürs Einschalten bei der Roblox Studio Lernserie. Heute geht es um den Train Service. Das heißt, es gibt endlich mal was Praktisches im Bereich Animation. Bisher habe ich ja nur theoretisch drüber geredet, jetzt geht's mal an die Praxis. Und der Train Service ist das Wichtigste, wenn es darum geht, Parts und Eigenschaften von irgendwelchen Sachen einfach zu animieren. Das, was wir hier hinten sehen, haben wir vor ein paar Folgen, das heißt vor ein paar Folgen, ist schon eine Weile her, relativ umständlich, händisch animiert. Und dieses System hat natürlich auch so seine Schwächen. Der Train Service ist dafür da, um es einfach zu machen, um eine Eigenschaft oder mehrere Eigenschaften von einer Instanz zur nächsten Instanz zu interpolieren. Und was das bedeutet, lernen wir jetzt. Wir gehen rein in Roblox Studio. Ich füge ein neues Script zum Server Script Service hinzu, nenne es Train Service und der Kommentar oben darf natürlich nicht fehlen. So, was ist der Train Service? Train Service ist ein Roblox Service, können wir uns schon denken. Und er ist dafür da, um Eigenschaften von Instanzen zu interpolieren. Interpolieren bedeutet eigentlich nur einen smoothen Übergang zu bieten. Einen flüssigen Übergang von A nach B. Wir haben zum Beispiel als Punkt A, ich schreibe hier mal dazu Punkt A oder auch genannt Punkt 0, haben wir die 1 und für Punkt B oder auch genannt 1 haben wir die 9. Warum steht hier 1? So, weg damit. Und wenn wir jetzt interpolieren wollen zwischen A und B, deswegen habe ich darunter auch 0 und 1 geschrieben, weil zwischen 0 und 1 gibt es unendlich viele Zahlen. Also 0,1, 0,2, 0,3, aber man kann auch 0,15 sagen oder 0,11, 0,00001 und so weiter. Und für jede dieser Zahlen, die es zwischen 0 und 1 gibt, können wir interpolieren. Interpolieren heißt, wir setzen jetzt einfach die Strecke von A nach B ins Verhältnis zu der Strecke von 0 auf 1. Mathematisch geht das ganz einfach mit einem Dreisatz, aber das kann euch egal sein, weil das macht der Train Service automatisch. Das heißt, wenn wir jetzt zum Beispiel 0,5 haben wollen, dann rechnen wir aus, was wäre zwischen A und B, in diesem Fall zwischen 1 und 9, das Verhältnis zu 0,5 bei der Strecke 0 und 1. Was müsste A an dieser Stelle, zum Beispiel an Stelle Punkt 5 sein, wenn A versucht zu B zu werden? Und wenn 1 versucht zu 9 zu werden, dann wäre hier in der Mitte die 5. Aber da wir einen Übergang über einen größeren Zeitraum haben, haben wir nicht nur den Abschnitt 0,5 und 1, wir haben auch noch 0,25 und das wäre dann hier die 3. Hoch 3. Oder wir haben auch den Abschnitt 0,75 und das wäre in dem Fall dann die 7. Und wir haben dann noch andere Abstände dazwischen. Ich mache das hier mal wieder so. Das wäre dann an der Stelle die 2, hier die 4, die 6 und die 8. Dann haben wir einen smoothen Übergang von A nach B und zwar von 1 nach 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Und das macht der Train Service. Interpolieren bedeutet, wir gehen von A nach B. Und A kann alles Mögliche sein, B kann auch alles Mögliche sein. Und die 0, die 1 habe ich hier unten hingeschrieben, weil das tatsächlich der Wert ist, den man immer als Referenzwert nimmt. 0 ist immer der Ausgangspunkt A, 1 ist immer der Endpunkt B. Und für jede Etappe dazwischen kann man eine Zahl zwischen 0 und 1 nehmen, zum Beispiel die 0,5 oder die 0,25. Und dann ausrechnen, was wäre es an dieser Stelle. Und so funktioniert die Interpolation. Und das macht der Train Service automatisch, wenn wir es ihm sagen. Und der Grund, warum ich euch das mit der 0 und der 1 gezeigt habe, ist, weil der Train Service auch eine Methode anbietet, bei der man eine Zahl zwischen 0 und 1 angeben kann und der Train Service gibt einem dann das aus, was man an dieser Stelle haben würde. Die werde ich euch in dieser Folge aber nicht zeigen, weil es nicht so viele Anwendungszwecke dafür gibt. Wichtiger sind die anderen Methoden und das sind ziemlich wenige, die ich euch heute zeigen werde. Wie funktioniert der Train Service jetzt? Mit dem Train Service kann man Trains erstellen und Trains sind Instanzen, welche alle Informationen für so einen Train, für so eine Interpolation enthalten. Und so einen Train, wenn man den erstellt hat, kann man ihn mit Play ausführen, mit Stop anhalten und mit Doppelpunkt Cancel stoppen. Also abbrechen komplett. Man kann dementsprechend einen Train erstellen und zwar mit Doppelpunkt Create. Das ist die Funktion, mit der man einen Train erstellt. Und dann bekommt man zurück einen Train. Und diesen Train kann man mit Doppelpunkt Play starten, mit Doppelpunkt Stop stoppen, mit Doppelpunkt Play wieder starten und mit Doppelpunkt Cancel canceln. Und das ist eigentlich auch alles, was wir wissen müssen. Außer vielleicht noch, was man tweenen kann. Dazu sollte gesagt sein, dass tweenen einfach nur ein anderes Wort für interpolieren in diesem Kontext ist. Und was kann man tweenen? Man kann Numbers tweenen natürlich. Man kann tatsächlich auch Booleans tweenen, wobei das halt nur von True of False oder False of True geht. Und man kann Vektoren, C-Frames, UDIMs und Color-3s tweenen. Es gibt bestimmt noch ein paar andere Sachen, die sind aber nicht so relevant. Ich glaube, es ist auch möglich, Enum-Items zu tweenen. Ihr wisst zwar nicht, was Enums sind, werdet ihr aber heute auch lernen. Aber es gibt nicht viele Anwendungszwecke dafür, aber die Anwendungszwecke, die es für ihn im Tweens gibt, die sind sehr cool und ihr werdet ziemlich stolz auf euch sein, wenn ihr einen sinnvollen Anwendungszweck dafür findet. Darum geht es heute aber nicht. Wichtig ist nur, dass ihr all diese Eigenschaften nur tweenen könnt, wenn sie Properties von Instanzen sind, weil der Train Service ist dafür da, um Instanzen zu tweenen. Ich zeige euch jetzt einmal, wie das in der Praxis funktioniert. Um den Train Service zu nutzen, muss man ihn natürlich erstmal requiren. Ich schreibe dafür immer train ist gleich game.getService Train Service. Das mal ein bisschen kleiner hier, so, damit alles lesbar ist. Und um einen Tween zu erstellen, schreibt
schreibt man einfach nur Train ist gleich Train Service Doppelpunkt Create. Und ihr seht, der Train Service verlangt nach einer Instanz, die getrained werden soll, und einer Train Info und einem Property Table. Ich schreibe das mal untereinander, weil so ist es meistens auch ein bisschen leserlicher. Also als Instanz brauchen wir jetzt zum Beispiel einen Part. Wir haben hier in unserem Workspace, was haben wir denn hier, was wir trainen könnten? Wir haben hier Part 1, das wird aber schon getrained von wen anders. Ich mache mir aber mal eine Kopie davon, nenne das Part 1 jetzt einfach mal Part 3 und mache mir noch eine Kopie davon, pack die hier hin und nenne das Ganze dann Part 4. So, diese Parts holen wir uns auch einmal. Also holen wir uns natürlich den Workspace, dann Part 3 ist gleich Workspace.Part 3, Local Part 4. Schreibt es in die Kommentare, wenn ihr es wisst. Natürlich Workspace.Part 4. Und jetzt erstellen wir einfach mal einen Train und der Train nimmt als Instanz jetzt Part 3, weil wir wollen Part 3 trainen. Wir wollen irgendwas von Part 3 trainen. Dann nimmt es als nächstes Argument die Train-Info. Und eine Train-Info erstellt man, indem man schreibt Train-Info.New und dann gibt man die Zeit an, wie lange getrained werden soll. Sagen wir mal 2 Sekunden lang soll der Train laufen. Danach kommen noch ein paar andere Eigenschaften, die erkläre ich euch aber nachher. Ich schreibe einfach Komma und als letztes will er ein Property-Table. Und der Table ist einfach nur ein Dictionary. Das schreibe ich hier auch so untereinander. Und das enthält alle Eigenschaften, die getrained werden sollen. Zum Beispiel können wir sagen, ich möchte die Position trainen. Und zwar auf die Position von Part 4. Also Part 4.Position. Wir haben jetzt Part 3. Wir stellen ein Train für Part 3, welcher 2 Sekunden dauern soll. Und Part 3 soll von wo auch immer Part 3 gerade ist, zu der Position von Part 4 sich rüber bewegen. Und diesen Train können wir jetzt ausführen, indem wir schreiben Train Doppelpunkt Play. Bevor ihr das selber für euch testet, muss ich euch aber noch sagen, man kann die Position von einem Part nur trainen, wenn das Part auch geankert ist. Wenn es nicht geankert ist, dann wird, was auch immer der Train Service mit dem Part versucht, überschrieben, und zwar von der physikalischen Berechnung des Parts. Das heißt, dieses Part muss auf jeden Fall anchored auf true haben, sonst funktioniert das nicht mit der Position. Aber ich will euch natürlich nichts vorschreiben, ihr könnt das gerne ausprobieren und dann seht ihr, was passiert. Das kann zu sehr lustigen Ergebnissen führen. Ich gehe jetzt einmal auf Ausführen und das ging jetzt ziemlich schnell, aber wir hatten einen ziemlich smoothen Übergang. Wir schauen uns das noch einmal mit einer Verzögerung an. Task.wait 3 Sekunden. Ich führe das Ganze noch einmal aus und wir sehen jetzt hier Part 3 will zur Position von Part 4 und es geht einfach smooth rüber. Wir haben eine Animation erstellt. Babys erste Animation. Ist das nicht spannend? Aber wir wollen vielleicht nicht, dass Part 3 einfach nur so rübergeschoben wird. Wir wollen auch, dass Part 3 so ausgerichtet ist wie Part 4. Also könnten wir auch noch sagen, neben Position wollen wir auch noch Orientation auf Part 4.Orientation haben. Das heißt, jetzt haben wir hier 2 Eigenschaften, die wir trainen wollen. Und die werden tatsächlich dann auch beide gleichzeitig getraint. Wupp. Und wir haben es geschafft. Position und Orientation wurden getraint und das ging ziemlich smooth. Aber wenn wir nur Position und Orientation trainen wollen, dann kann man auch direkt einfach C-Frame schreiben und dann Part 4.C-Frame nehmen. Lasst euch nicht verunsichern, wenn hier die Farbe sich ändert von C-Frame. Das liegt einfach daran, dass das ein Variablen-Name ist, der bekannt ist. Aber an der Stelle in einem Table stehen ja keine Variablen, sondern immer nur Strings. Ihr könnt euch das vorstellen wie in eckigen Klammern und Anführungsstrichen. Wäre das gleiche, nur ein bisschen kürzer geschrieben. Und es hat jetzt keinen Einfluss, ob das eine Variable ist oder nicht. So, wir führen das Ganze nochmal aus und C-Frame zu trainen bringt uns genau das gleiche Ergebnis. Sehr schön, wir haben den C-Frame getraint und jetzt lernen wir mal ein bisschen was über traininfo.new, weil ihr habt gesehen, da gibt es noch mehr Eigenschaften und ich schreibe jetzt hier oben einfach mal local info ist gleich traininfo.new 2, dann schreiben wir hier einfach mal info rein. Das werdet ihr in vielen Situationen machen, wenn ihr mit dem Train-Service arbeitet. Ich nehme das hier mal raus und schreibe das hier unten hin, weil so eine traininfo wird gerne mal reused, wenn ihr einfach nur sagen wollt, ja, 2 Sekunden, aber man erstellt ja nicht nur eine traininfo, um 2 Sekunden zu sagen, da könnte man gleich 2 schreiben. Nein, traininfo nimmt noch mehr Argument und die schreibe ich jetzt auch einmal untereinander. Natürlich, das erste Argument ist die Zeit. Und zwar 2 Sekunden wollen wir trainen. Aber als nächstes haben wir EasingStyle. Und der EasingStyle wird angegeben durch enum.EasingStyle. Und da schreiben wir dann auch tatsächlich enum.EasingStyle. Und dann gucken wir uns an, was uns angeboten wird. Sine, Bounce, Exponential, Quad, Back, Quint, Elastic, Linear, bla 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 bla. Das sind alles Auswahlmöglichkeiten. Und dafür sind enums da. Ein enum ist einfach nur eine Variable, welche verschiedene Auswahlmöglichkeiten beinhält. Das ist genauso, wie wenn ich schreiben würde, ja, wir haben den Type EasingStyle und der ist gleich Sine oder
Quad oder Bounce und so weiter. Und dann könnten wir hier tatsächlich in einer anderen Variable schreiben, local es Doppelpunkt easing style ist gleich. Und dann wird mir vorgegeben, sign bounce quad als Vorschlag. Das hier ist aber ein Feature für die Autovervollständigung, welches ihr gerne in eure Script so einbauen könnt, um euch selber solche Vorgaben zu machen. Sehr cool. Enums sind so ziemlich das gleiche, nur dass sie mehr als nur den Namen beinhalten. Ein Enum, zum Beispiel sagen wir hier mal sign, enthält nicht nur den Namen, sondern auch den Wert, das ist eine Zahl, und den Enum-Type, was eine Referenz ist zum Parent vom Enum-Item. Aber ihr müsst einfach nur wissen, mit Enum-Punkt könnt ihr Sachen auswählen, die Roblox so vorgefertigt hat. Und es gibt halt verschiedene Easing-Styles, zwischen denen ihr auswählen könnt, und das macht ihr mit Enum.EasingStyle. Und ich habe mich für Sign entschieden, dann schreibe ich Komma, und als nächstes will er EasingDirection, da schreibe ich dann auch wieder Enum.EasingDirection, wird mir schon vorgeschlagen, ich drücke Enter, um das anzunehmen, und dann drücke ich Punkt und kriege dann In und kriege dann Out, In und In Out. Und ich wähle In Out, weil ich möchte beim Start und beim Ende easen. Was easing bedeutet, es bedeutet an sich, dass wir Bezier Curves verwenden und die haben Einfluss darauf, in welchem Verhältnis sich der Tween interpolieren wird. Zum Beispiel könnte man, ich mache das mal, damit man es richtig deutlich sieht, Exponential schreibe ich mal rein und in out. Oder nein, ich mache einfach nur out. Und dann schauen wir uns einmal an, was passiert. Exponential bedeutet, dass die Geschwindigkeit exponentiell steigen wird oder in dem Fall ging sie richtig schnell los und langsam hat sie aufgehört. Ich zeige es euch nochmal, indem ich hier 3 Sekunden wähle. Und ich glaube, man sieht es noch besser, wenn ich in wähle, weil in bedeutet, dass wir langsam anfangen und exponentiell immer schneller werden zum Ende. Das heißt, wir fangen jetzt sehr, 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 sehr langsam an und dann werden wir sehr schnell zum Ziel. Exponentiell eben. Und mit In-Out können wir festlegen, dass wir langsam anfangen, langsam aufhören, aber hier in der Mitte wird dann kurz sehr schnell. Es dauert insgesamt immer noch 3 Sekunden, aber die Geschwindigkeit, die ist nicht gleichmäßig. Linear würde bedeuten, die Geschwindigkeit ist immer gleichmäßig. Exponential bedeutet, die Geschwindigkeit steigt exponentiell, aber fängt langsam an. Und mit In-Out geben wir an, oder mit der Easing Direction geben wir an, wo es langsam anfangen soll. Beim In-Punkt, beim Out-Point oder bei beiden Punkten. Die Gesamtzeit bleibt immer bei 3 Sekunden. Und es gibt nicht nur Exponential, es gibt auch Sign. Das ist so wie Exponential, nur dass wir es ein bisschen smoother haben, ein etwas seichterer Übergang. Und das nimmt man gerne für Sachen, die etwas natürlicher aussehen sollen. Jetzt seht ihr, es fängt langsam an, es hört auch langsam auf, ist mittendrin ein bisschen schneller, aber alles relativ smooth, nicht so ruckartig und es sollte jetzt langsam mal losgehen. Geht's aber nicht, weil ich gar nicht auf Start gedrückt habe, ich Idiot. So, jetzt habe ich auf Start gedrückt und es ist ziemlich smooth, würde ich sagen. Ein sehr smoother Übergang, weil wir Sign und In-Out gewählt haben. Wenn ihr euch dafür interessiert, was für Easing-Styles es gibt und was sie anrichten, könnt ihr natürlich wieder in die Roblox-Dokumentation schauen. Hier haben wir die Dokumentation vom Tween-Service. Hier steht alles Mögliche, was man über den Tween-Service wissen muss. Man kann sich dann auch Tweens anschauen. Hier steht alles Mögliche, was man über Tweens wissen muss. Und da steht an sich auch mehr drin, weil der Tween-Service ist nur dafür da, um Tweens zu erstellen. Und mit Tweens macht man ja dann tatsächlich alles Mögliche. Und hier sehen wir bei der Tween Info, woraus sie aufgebaut ist, oder steht hier nicht. Das ist natürlich blöd, wenn das hier nicht steht, aber man kann bei der Roblox-Dokumentation auch immer in die Suche eingeben, zum Beispiel Easing, und dann sehen wir hier Enum Easing Style, und wir haben hier eine Liste von allen Enums. Linear hat den Wert 0, und da steht auch eine Erklärung, konstante Geschwindigkeit, Sine ist eine Sinuswelle, Back bedeutet, dass es ein bisschen overshoots, das kann ich euch auch einmal zeigen, weil es kann sein, wenn ihr jetzt von hier nach hier tweeten wollt, dass er so macht und dann kurz zurückgeht, weil das ist eine natürlichere Bewegung, wenn etwas zum Stopp kommt, wenn es kurz überschießt ein wenig. Und das kann man mit Back machen, indem wir hier schreiben Back. Und da nehmen wir natürlich nur Out, weil wir nur Out überschießen wollen und innen soll es ziemlich smooth losgehen. Dann schauen wir uns das einmal an. Okay, jetzt habe ich 3 Sekunden gewählt. Aber es ist halt ein bisschen überschossen. Solche Sachen nimmt man eher bei schnelleren Sachen, wie zum Beispiel 2, ja, sagen wir mal 1,5 Sekunden. Dass es noch relativ langsam ist, aber man sieht auf jeden Fall die Geschwindigkeit.
Ist mir persönlich aber ein bisschen zu smooth und wirkt gar nicht so natürlich. Vielleicht kann man das für Autos nehmen, die zum Stopp kommen und dann nochmal so ein bisschen zurücksetzen. Ich weiß es nicht. Wie würde denn In-Out aussehen bei 0,5 Sekunden? Einfach mal ausprobieren ist immer ganz cool. Und dann sehen wir uns das an und das war jetzt ein ziemlich smoother Übergang. Kann man auf jeden Fall für einige Sachen nutzen. Back in out. Empfehlung geht raus, wenn man es sehr schnell haben möchte. Aber ihr müsst euch nicht alles durchlesen, was hier steht, sondern man kann es sich auch einfach anschauen auf dieser Seite. Und hier sehen wir einmal linear. Sine, quad, cubic, quad, cubic, quad, quint, exponential. Ist praktisch alles das gleiche, nur alles ein bisschen stärker. Ihr seht, exponential ist auch so ziemlich das krasseste. Circular ist halt circular, ein bisschen runder. Und dann sehen wir hier back, slightly overshoots. Bounce gibt es natürlich auch. Wir sehen hier, ergibt es vielleicht mehr Sinn, wenn wir von oben nach unten gucken. Es geht erst runter, bup, dann wieder hoch, bup, bup. Elastic ist wie bounce, nur dass es overshootet. Das hier kann man zum Wobbeln von einer Sache nehmen und das hier halt zum Bouncen von irgendeiner Sache. Ich weiß, dass es hier auch mal eine coole Animation dafür gab. Ich weiß jetzt aber tatsächlich nicht, wo wir die finden. Vielleicht CUI Animations Style. Haben wir hier vielleicht irgendwas? Ihr müsst euch einfach mal ein bisschen rumklicken hier. Und dann solltet ihr auch was finden. Ich finde jetzt tatsächlich nichts. Aber ich habe jetzt auch keinen Bock, ewig zu suchen. Weil ich habe mir die Dokumentation schon vor Jahren angeguckt, als sie anders aussah. Ich bin mir sicher, dass sie diese Veranschaulichungsanimation irgendwo noch haben. Aber ich weiß nicht wo. Ich werde euch einfach diesen Artikel hier in der Videobeschreibung verlinken. Na gut, ich konnte es einfach nicht sein lassen. Ich habe jetzt hier in Roblox Studio schnell mal für jeden Easing-Style einen Part erstellt und das Part für 2 Sekunden lang mit jedem einzelnen Easing-Style einmal getweent. Was euch auffallen sollte, ist, am Ende und am Anfang sind die Parts immer an derselben Position und das auch immer zur selben Zeit. Der Easing-Style hat dementsprechend nur Einfluss auf die Art der Bewegung, aber nicht die Länge. Die Länge gebt ihr halt im ersten Parameter an. So, ihr wisst jetzt, was Easing-Styles sind und Easing-Direction ist. Was gibt es denn noch für Eigenschaften? Und jetzt kommen Sachen, die man nicht so oft verwendet, wie zum Beispiel Repeat-Count. Ihr könnt einstellen, wie oft so ein Tween wiederholt werden soll. Sagen wir mal, zweimal soll der Train wiederholt werden. Wir schauen uns das einfach mal an, was passiert. Der Train geht gleich los. Wupp und wupp und wupp. Er ist jetzt dreimal darüber gegangen. So kann man das automatisieren. 2 Wiederholungen bedeutet, es wird einmal ausgeführt, dann die erste Wiederholung und dann die zweite Wiederholung. Also insgesamt 3-mal. Also wenn ihr es 2-mal haben wollt, schreibt ihr 1. Was haben wir noch? Reverses bedeutet, dass der Train erst hin, aber dann wieder zurückgeht. Wenn wir das auf True stellen, ist standardmäßig natürlich auf False, dann geht er erst hin, dann zurück. Und dann nochmal hin, weil wir Wiederholung 1 haben. Wenn wir jetzt hier schreiben, ich möchte 100 Wiederholungen haben und dann Reverses of True stellen, dann haben wir praktisch ein Hindernis oder so. Das ist eigentlich wie so ein Schwertschlag. Wapp, 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 wapp. Da möchtest du als Spieler nicht durchlaufen. Aber genau das haben wir eingestellt. Wir haben jetzt 100 Wiederholungen, also es geht 101 Mal hin und 101 Mal wieder zurück. Und das ist immer so ein bisschen wobbelig. Wenn ihr nicht wollt, dass es so 2-mal wobbelt, dann machen wir halt nicht In-Out, sondern wir machen einfach nur Out. Und dann wobbelt es nur beim Ankommen. Und dann ist es, wie ihr seht, so. Aber jetzt fällt auch etwas auf. Und was fällt auf? Wenn er zurückgeht, dann wählt er nicht mehr Out fürs Zurückgehen, sondern er wählt In fürs Zurückgehen. Er nimmt nämlich die exakt gleiche Motion. Und manchmal möchte man das gar nicht. Manchmal möchtet ihr, dass er hin mit Out geht und zurück mit Out geht. Aber in dem Fall würde er hin mit Out und zurück mit In gehen. Und wenn ihr sowas nicht haben wollt, dann müsst ihr das selber coden. Und dafür lassen wir dann diese Wiederholung hier einfach sein. Schauen uns die Methoden an, die Tweens noch zu haben, weil wir können, nachdem wir Tween Play geschrieben haben, auch noch sagen Tween Stop und das nicht direkt, sondern sagen wir mal nach Punkt 3 Sekunden. Dann warten wir nochmal 3 Sekunden und dann sagen wir nochmal Train Doppelpunkt Play. Und mir fällt gerade ein, es ist nicht Stop, es ist Pause, ich Idiot. Hier oben habe ich auch Stop geschrieben, das müssen wir korrigieren zu Pause. Das hatte ich falsch im Kopf, passiert nun mal. So, das heißt, wir haben jetzt den Train, der geht los. Und er wurde hier nach 0,x Sekunden gestoppt und dann nach 3 Sekunden geht er weiter. Ihr seht dementsprechend auch, von den 0,5 Sekunden ist er nach 0,3 Sekunden schon fast am Ziel, sogar übers Ziel hinausgeschossen, weil wir Back haben und Back geht sehr schnell los und endet dann ein bisschen langsamer. Wenn der Train jetzt 1 Sekunde geht und wir 0,5 Sekunden warten, können wir einmal sehen, wo er jetzt in der Mitte anhalten würde, theoretisch. Und die Mitte ist tatsächlich hier. Nach der Hälfte der Zeit ist er schon übers Ziel hinausgeschossen und kommt dann erst an. Wenn wir stattdessen Easing Style Linear wählen, wo es halt eine gleichmäßige Geschwindigkeit ist, sollte er auch ungefähr bei der Hälfte anhalten. Es geht los, bei der Hälfte hält er an und nach 3 Sekunden geht er dann weiter zum Ende. Da kann man das auch einmal sehr gut sehen. Es dauert immer 1 Sekunde, wenn ihr 1 Sekunde angebt, aber die Geschwindigkeit kann sich sehr unterscheiden, je nachdem welchen Easing Style ihr wählt. Nehmen wir als Easing Style jetzt einfach mal Bounce, dass er nicht hinausschießt, aber nochmal zurück bounced. Dann schauen wir uns das noch einmal an.
Und bupp, er hält hier an, nach der Hälfte der Zeit. Und der Rest der Zeit den nutzt er noch zum Reinbouncen. Aber ich wollte euch zeigen, wie er einen Loop macht. Um das Ganze zu machen, habe ich hier alles wieder auf den Ausgangspunkt zurückgestellt. Und um herauszufinden, ob ein Train fertig getraint ist, können wir schreiben train.completed und haben dann ein Event, an das wir eine Funktion connecten können. Diese Funktion macht nichts anderes, als dann einfach einen neuen Train abzuspielen. Und dieser neue Train muss dann halt derselbe Train sein, er soll nur zurückgehen zur Ausgangsposition. Dafür habe ich mir hier oben die Ausgangsposition gespeichert. Der C-Frame, bei dem wir am Anfang sind, ist Part3.C-Frame. Und dann kopieren wir uns diesen Train, erstellen den Train nochmal neu, ändern aber den C-Frame jetzt zu Part3.C-Frame, den wir ursprünglich hatten. Und die Variable müssen wir natürlich auch umbenennen in Train 2. Und dann können wir hier sagen Train 2, Doppelpunkt Play. So, wir füllen das Ganze aus. Es geht los und es geht wieder zurück. Das hat funktioniert. Und das können wir jetzt unendlich loopen, indem wir hier auch sagen train2.completed Doppelpunkt connect function und dann wird einfach der train1 wieder abgespielt, Doppelpunkt play. Und damit habt ihr jetzt einen unendlichen Loop, der hin und her geht, aber der easing style, der bleibt out für hin und für zurück. Wir führen das Ganze aus und haben jetzt das hier. Wupp, 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 wupp. Augenblick, Leute, hier ein kleiner Einwand aus dem Schnitt. Ihr dürft natürlich auf keinen Fall die Connection in der Funktion der anderen Connection erstellen, weil sonst erstellt sich die Connection immer und immer wieder neu und ihr habt die Connection hunderte Male für jede Ausführung erneut und das wird euren Speicher einfach unendlich vollmüllen. Ihr müsst die Connection weiter oben machen. Sorry, ich habe daran nicht gedacht während der Aufnahme. Das ist eine sehr, sehr schlimme Bad Practice. Die Connection für den anderen Train natürlich auch außerhalb der Funktion für den einen Train. Damit haben wir was Neues gelernt und zwar, dass es das Completed Event gibt. Was für Events gibt es noch? Wir probieren es einfach mal aus. Wir haben hier Train, drücken Punkt und dann können wir einfach mal gucken. Es gibt Changed und hier unten haben wir noch Attribute Changed, Child Added und bla bla bla, weil das halt eine Instanz ist. Wird das alles von Instanzen übernommen. Die sind aber nicht wichtig. Wichtig ist eigentlich nur completed, wenn ein Train fertig ist oder wenn er gestoppt wird mit Train Base Doppelpunkt Cancel. Weil man kann ja Trains auch canceln, nicht nur stoppen. Cancel bedeutet, er wird komplett unterbrochen oder abgebrochen. Nicht aber, wenn man ihn pausiert mit Pause. Was wir hier auch sehen, ist Playback State und damit können wir ein enum Playback State auslesen, um zu sehen, wie es denn gerade dem Train geht. Das heißt, wir können uns angucken, was es für Playback States gibt, indem wir es schreiben enum Playback State, Punkt, und dann sehen wir, es gibt Completed, Begin, Playing, Pause, Delayed, Cancelled und da ist auch immer eine Beschreibung daneben. Sehr nett, diese Autovervollständigung. Und Delayed ist auch interessant, weil davon habe ich euch noch gar nichts gesagt. Da steht Specifies its TrainInfo.DelayTime, weil bei TrainInfo haben wir uns auch noch nicht alles angeschaut. Es gibt nicht nur Repeat Count, was wir einfach mal auf 0 lassen, damit der Standard bleibt. Es gibt nicht nur Reverses, was wir auf 0 lassen. Es gibt auch noch Delay Time. Das ist die Zeit, die gewartet wird, bis der Train die nächste Ausführung startet, wenn er reversed wird oder repeated wird. Kann man halt auch eine Zahl angeben, die delayed sein soll. Oder wir machen es selbst, wie hier, und schreiben dann einfach task.wait 0,5 Sekunden. Kann man an beiden Stellen hier schreiben und dann wartet er immer 0,5 Sekunden, bevor er zurückgeht. Das heißt 0,5 Sekunden hin, 0,5 Sekunden warten, 0,5 Sekunden zurück, 0,5 Sekunden warten. Das heißt, jede Sekunde ist er praktisch einmal hier am Durchgehen. Aber es geht gerade gar nicht los. Ich habe wohl irgendwas falsch geschrieben. Ach, ich habe hier noch ein Komma. Entschuldigung, das Komma muss natürlich weg, wenn hier sonst nichts reinkommt, sonst ist es ein Syntax-Error. Und hier ist noch irgendwas rot markiert. Ach, Playback-State, das muss auf jeden Fall weg da unten. So, füllen wir aus. Wir haben jetzt 0,5 Sekunden hin, 0,5 Sekunden warten, 0,5 Sekunden zurück. Der Grund, warum es so schön ist, dass so wie hier einzurichten ist, weil wir könnten sagen, yo, 0,5 Sekunden warten, bevor er zurückkommt. Nö, der soll direkt zurückkommen, aber nachdem er zurückgekommen ist, soll er zum Beispiel sogar eine Sekunde warten. Kann man machen. Und jetzt geht er hin, direkt zurück, aber wartet eine Sekunde, bis er wieder losgeht. Eine Sekunde warten. Eine Sekunde warten. Das sind die Möglichkeiten, die ihr mit Trains habt und mit Sachen wie Train Pause und Train Cancel könnt ihr natürlich den ganzen Spaß noch weiter beeinflussen. Natürlich niemals vergessen, was ich euch zu Connections von Events gesagt habe. Wenn ihr eine Connection nicht mehr braucht, solltet ihr sie auf jeden Fall disconnecten. Zum Beispiel, wenn ihr in eurem Code irgendwann wirklich sagt, Train Doppelpunkt Cancel, dann müsstet ihr euch die Connection speichern, local con1, con2 und dann hier einfach schreiben, con1 ist gleich Train Completed und con2
ist gleich Train completed. Und wenn wir hier unten dann sagen, nach Task.wait 10 Sekunden oder 12 Sekunden, weil ich das jetzt so getippt habe, sollen beide Trains gecancelt werden. Dann müsst ihr auf jeden Fall auch Con1 Doppelpunkt Disconnect schreiben und Con2 Disconnect schreiben, weil ihr sonst euren Speicher unnötig überladet. Wir schauen einmal, ob das so funktioniert. Nach 3 Sekunden geht's los mit dem ewigen Hin und Her. Und nach 12 Sekunden, also keine Ahnung, 9 Iterationen oder so, ich bin schlecht in Mathe, sollte er dann die Trains irgendwann canceln und das Part sollte aufhören, hin und her geschickt zu werden. Und ihr seht, es kommt nicht mehr zurück. Das war's. Part ist angekommen. Train gecancelt. Schieben wir beiseite. Nichts passiert mehr. Aber statt zu canceln, könnt ihr natürlich auch pausen. Und das könntet ihr zum Beispiel nutzen für einen Hindernislauf. Ihr könnt zum Beispiel einen Hindernisparcours machen, wo ein Spieler in einem Tunnel von Punkt A zu Punkt B kommen soll. Und hier sind zum Beispiel irgendwelche schwingenden Schwerter oder Äxte, die ein Hindernis darstellen und den Spieler auf jeden Fall töten würden, wenn er sie berührt. Dann kann der Spieler zum Beispiel einen Hebel umlegen, wie in Skyrim, welches den Train pausiert. Und wenn der Spieler auf der anderen Seite ist, kann er einen Hebel nochmal umlegen, wodurch der Train dann wieder abgespielt wird. Das könntet ihr machen. Und genau das ist auch die Hausaufgabe für die nächste Folge. Damit ihr ein bisschen üben könnt, mit dem Train-Service braucht man auf jeden Fall ein bisschen Übung, um dann einen Überblick zu bekommen, was ist der Train-Service, was ist der Train, da den Unterschied zu merken. Playback-States, Play und so weiter. Wenn wir hier so sind, wupp, wupp, passiert natürlich noch nichts. Das heißt, ihr habt noch eine weitere Herausforderung in der Hausaufgabe. Und zwar, euer Hindernis sollte die Spieler auch töten. Oder meinetwegen auch runterschubsen von irgendwo. Sollte auch möglich sein. Ihr könnt kreativ sein, was Hübsches bauen. Und wenn ihr eine andere Idee habt, dann setzt die andere Idee um, weil hier geht es nicht darum, die Hausaufgabe zu machen, die ich vorgebe, oder überhaupt Hausaufgaben zu machen, sondern es geht einfach darum, ein bisschen zu üben, um ein Gefühl dafür zu bekommen. Denn dadurch werdet ihr besser, euer Gehirn kann es besser aufnehmen und kommt dann auch besser mit den folgenden Folgen klar. Also Hausaufgabe, einfach irgendein Hindernis, welches man pausieren und auch wieder neu ausführen kann. Ihr könnt den Hebel mit Proximity Prompts umsetzen, mit einem Click Detector, mit dem User Input Service, dem Context Action Service, das liegt ganz bei euch, wie ihr das machen wollt. Oder meinetwegen auch durch eine Druckplatte. Hauptsache, ein Spieler kann das Hindernis ausschalten und wieder anschalten. Und wenn ihr den Train Service stattdessen nutzen wollt, um zum Beispiel eine Tür zu machen, wie hier, dann könnt ihr natürlich auch das machen und habt ihr eine Tür, weil die wird auch durch einen Train Service geöffnet und geschlossen. Die Möglichkeiten sind unendlich. Aber ansonsten gibt es gar nicht mehr viel, was ich euch hierzu sagen sollte. Vielleicht könnte ich noch erwähnen, Connections werden natürlich auch dann automatisch disconnected, wenn die Instanz, an die sie gebunden sind, destroyed wird. Und ihr könntet theoretisch statt Connection 1 Disconnect auch einfach Train Doppelpunkt Destroy schreiben. Das sollte vielleicht auch funktionieren, wenn ihr den Train nicht mehr braucht, weil der Train ist ja auch eine Instanz. Aber ich habe das noch nicht ausprobiert und ich mache das normalerweise so auch nicht. Vergesst natürlich bitte nicht, dass ihr nicht nur C-Frames, Positionen und Orientationen trainen könnt. Ihr könnt alles trainen und ich meine wirklich alles. Alles, was eine Number ist, jede Eigenschaft, die eine Number ist, ein Boolean ist, ein Vektor ist, wie die Position und Orientation, ein C-Frame ist, wie halt der C-Frame von einem Part, ein UDIM ist, wie Eigenschaften von GUI Objects, oder eine Color 3 ist, wie halt die Farben von irgendwelchen Sachen. Ihr könnt einen Number Value nehmen und dann den Wert von dem Number Value hochtreen und immer wenn sich der Number Value anpasst, könnt ihr die Zahl in einem GUI anpassen, um eine steigende oder sinkende Zahl im GUI anzuzeigen. Die Möglichkeiten sind unendlich, also probiert euch gerne aus. Wenn du noch irgendwelche Fragen hast, dann schreibt sie natürlich gerne in die Kommentare. Ein dickes Danke geht natürlich auch raus an all meine Kanalmitglieder. Eure Namen sind jetzt hier nochmal eingeblendet. Die nächste Folge natürlich auch, wenn sie schon da ist. Bis dann und ciao!